Seid ihr gewiss, meine Freunde. Hier ist es. Mein neues Spielzeug. Eine Steinsäge. Yeah. Viele werden es kennen, ne? Das erste Mal gepflastert. Die Maße passen nicht so richtig, dass der Stein komplett drinnen liegt. Ne? Und da musst du schneiden. Klar, kannst du Flex nehmen, die große, das Mauerbett, gibt es ein Wasser, ohne Wasser. Aber das wird halt nicht gerade. Ne? Triffst es ein bisschen ab, kein genaues Maß, der Winkel passt nicht. Da ärgerst dich nur rum. Dafür gibt es jetzt die Steinsäge. Ne? Oder es gibt auch einen Knacker, könnte auch die, ja, wie ein großer, ja, wie soll es sein? Wie ein Fallbeil, ne? Knack. Aber das ist keine gerade Kante. Kannst du was bei rustikalem Pflaster machen? Wunderbar. Aber wenn du es richtig genau haben willst, brauchst du eine Steinsäge, optimal mit Wasser. Dann beschweren sich auch die Nachbarn nicht, ne? Und ich habe mir jetzt so ein Ding bestellt. Ja, man kann es auch ausleihen. Keine Ahnung, was es kostet. So, ich denke mal um 70, 80 Euro am Tag. Je nach Größe, ja, und Modell. Das ist so ein mittleres Modell. Ne, ein mittleres Modell. Es ist jetzt keine Marke oder so, ne? Ich habe mich ein bisschen gelesen im Internet, was die Leute so kaufen. Und für meine Zwecke, da ich ja noch viel pflastern muss, ist das genau richtig. Und da muss ich wirklich nicht genau aufpassen, ob ich dann noch einen Abstand dabei einhalte. Ne? Dann mache ich einfach zack, zack, alles auf Länge und ja. Jetzt packen wir das Ding erstmal aus. Und dann werden wir mal testen, wie es funktioniert. Ne? Also der hat mich gut eingepackt. Wir haben gestern mit Spedition. Der hat mich gleich erkannt, ne? Dachte mir, ey du, also früher mit dir sind wir mit LKWs. Ich sag, ja, ich war das. Gut, also hier einmal mit dem Bänder gesichert und dann ist noch ein Metallrahmen und der Rest ist Pappe. Mal sehen, was also aufkriegen. Das Ding ist schwer, wiegt über 70 Kilo, ne? Und da haben wir uns dann schon abgebuckelt. Also da wollen wir mal das Ding öffnen. So, jetzt hier noch ein Metallrahmen. Oh, gleich schon offen hier. Abzuziehen. Natürlich Mühe hier, ne? Dass es auch heil ankommt. Alle Wetter. Metall. Voilà. Das ist wie ein Aquarium. Natürlich ist es ja windig heute, ja? Das ist nicht gerade gut. Da fliegt ja alles weg. Voilà. So liegt's Baby im Bett. Ganz unschuldig und das kann so krach machen. Nehmen wir an, ja, das ist das Sägeblatt, ne? Ja. 3x50er Sägeblatt, das ist schon ordentlich, ne? Und den Tisch kann man dann noch zum Fliesenschneiden nehmen. Ist ja nicht nur für Steinschneiden, ne? Super. Pack mal alles raus und dann bauen wir das Ding auf. Wir haben hier Räder mit ganz vielen Unterlegscheiben. Keine Ahnung. Also nicht typisch, ne? So viele Unterlegscheiben hat keiner. Jetzt kommen wir hier auch schön ran. Hohoho. Also Räder sind auch Kugellager, ne? Super. Kleidlager, keine Ahnung. So, mal durch hier. Zack. Selbstsichernde Mutteren. So weit festziehen, dass ich das Rad noch dreht. Frei. Naja. Nicht? So, das haben wir auch geschafft. Auch geschafft. Steine wieder weg. Yeah. Jetzt steht es auf eigenen Rädern. Super, wa? Ein Monster, oder? Wahnsinn. Aha, jetzt habe ich auch, weiß ich, wo die große Schraube hin muss.
feströteln, dass ich mir abhauen kann. Ja, kann man die schon spazieren fahren. So, jetzt hier nach unten drücken, zack, dann kommen die Beine raus. Na kommt, kommt. Blub, lassen sie ein, fertig. Und das gleiche auf der anderen Seite. Ja, das wegnehmen hier, Papa. Drunter liegt. Verriegelt. Jetzt brauchen wir nur Leute, die Kraft haben, um das Ding hinstellen. Genial, oder? Sag mal so, ist echt vom Vorteil, wenn man zu zweit ist, ne? Das ist der Tisch. Ist auch noch drauf. Ja, Kugellager, ne? Super. Also, damit ihr das sehen könnt, wartet mal. Hier auf der einen Seite habt ihr eine Führung, ne? Dann müsst ihr direkt auf der Schiene fahren und da ist er halt stabil. So. Das ist ja nicht schlecht. Ach, Mensch, das ist kein Anschlagbuffer, das ist der Stöpsel. Ja. Blub ins Loch gesteckt. Einwandfrei. So, haben wir. Okay, er kann ja nicht weiterfahren, aber das ist vielleicht ein kleiner Mangel. Ne? Ich muss jetzt da hoch machen. Kann meinen Schlitten nicht runterfahren, okay. Warum nicht? Wo hängt der? Okay, der hat unten so kleine Plättchen. Damit ich runterfährt. Das ist cool. Deckel ab. Darunter ist nämlich. Genau, darunter muss unser Blatt. Jetzt wissen wir, wofür wir den großen Schlüssel haben. Dieses Monstervieh und den hier. Den Zylinder. Platten, das Festhaltungsblatt. So, jetzt nehmen wir mal unser Plättchen hier. Mal schauen, was eine Richtung hat. Jawohl, es hat eine Richtung, ihr seht, diese Richtung und nach unten, also muss es so rum dran, nach Adam Riesen. Zentrierung, drauf gesteckt, passt perfekt, super. Jetzt haben wir hier unsere Mutter, andersrum, im Bus zum Festhalten. Oder den Schlüssel ausstecken. Ja. Ich mache es ein bisschen fest, ne? Also bin dafür bekannt, mal fest kommt ab. Jetzt, ja, fertig. Dann schrauben wir und abdecken wir drauf.
Hier ist noch ein Spritzwasserschutz, der wahrscheinlich nicht das ewige Leben haben wird. So ist von Heckansicht, ne? Ihr habt da Einteilung von 1 bis 24 cm und natürlich auch Zollmaß ist auch drunter. Halt. Wisst ihr ja, Zollmaß. Ja, hier Kehrungsschnitt, ne? Also 45 Grad kann man hier schneiden. Super. Der Schlitten, wie gesagt, leichtgängig. Der fährt auf Kugellager. Da unten ist die Pumpe fürs Wasser. Und ja, damit eben hier oben immer schön alles umspült wird und der ganze Staub gebunden wird, so mache ich es auch gekauft. Ne? Hier könnt ihr jetzt nochmal einen Winkel einstellen von eurem Sägeblatt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und hier könnt ihr halt einen Stein einstellen. Also naja, ist halt, naja, ein bisschen wackelig ist schon. Ne? Aber für meinen Zweck ist jetzt erreichen. Das Blatt, ihr seht, richtig schön groß. Noch alternativ anderes Blatt reinmachen, ja, da kann man dann eben Fliesen sägen, alles könnt ihr alles damit machen und ihr seht, es ist nun kein, es ist Gerät aus China, na logisch, kriegt ihr halt hier ein Morgengerät nicht für den Preis. Jetzt fülle ich mal Wasser rein und da machen wir mal Probeschnitt. Hände sind dreckig, Handschuhe anziehen ganz wichtig, Brille ist wichtig. Normalerweise Ohrenschutz auch, ne? Wasser und Strom. Das machen wir jetzt alles dran. Damit sich da nichts festsetzt. Nachher beim Schneiden habt ihr nur Staub, das ist nicht schlimm. Dann müsst ihr einen Stöpsel unten ziehen und da fließt alles ab. Ich weiß, wie viel mache ich jetzt rein? Ich mache mal ja, 10 Liter, mache ich mal drin. Oder mehr, ja, ich denke mal 2 kann. Kommt ja aus der Zisterne. So, Wasser läuft keins. Hahn ist auf. Ich denke mal, wenn ich anmache, geht dann das Wasser an. Jawohl, Wasser ist da. Macht schöne Sauerei. Und ihr versteht gar nichts mehr. Also 14 cm. Aber ja, super mit Anschlag. He? Wenn wir die Winkelmesser hier nehmen, müssen wir natürlich aufpassen. Den könnte man jetzt auch abmachen. Oder machen ihn rum und da hat man vielleicht noch 1 mm oder anders. Machen wir jetzt 14. So. Festgemacht, hingelegt. Achso, ganz wichtig ist, dass er kaltes Wasser nimmt. Da könnt ihr nämlich super euer Bier reinstellen. Yeah. Prost, da müssen wir mal einen trinken. Ja. Handschuhe an, Brille auf und angemacht. Immer schön ausdrehen lassen und am besten Netzstecker ziehen. Ne? Jetzt muss ich mal schauen. Was hier noch dran ist. Verteiler. Er hat nämlich ein bisschen gestiebt. Die Pumpe ist auch fest. Jetzt. Ja, vielleicht noch zu wenig Wasser drin. Ich mache mal noch was rein. Noch eine Kanne, also ein 4 Kanne, 10 Liter, 40 Liter Wasser. Juhu.
immer noch eine minimale Staubentwicklung. Natürlich kein Vergleich zu einem normalen Schleifer, ne? Trennschleifer, Winkelschleifer, wo da ohne Wasser hantiert. Ne? Und ihr kriegt eine ordentliche Kante, richtig schön gerade runtergeschnitten, wunderbar. Wie ich das verlege, könnt ihr gerne mal in anderen Videos sehen. Ne? Also ich denke mal, das hat sich jetzt gelohnt, den zu kaufen. Ist ja kein Markengerät, logisch. Ne? Die genaue Beschreibung oder Bezeichnung von dem Gerät, es hat keine. Nein, es heißt nur einfach Steinsäge, Fliesensäge, Fliesenschneider, Steinsäge 350. Gut, das soll es ja schon gewesen sein mit dem richtig geilen Gerät. Da kann ich dann morgen richtig loslegen und meinen Nachbarn nerven. Ja, und da muss ich auch mal ein bisschen weitermachen. Ne? Und wie ich das dann verwenden muss, ist dann in den anderen Videos zu sehen. Ja, ich weiß, wenn man es richtig macht, braucht man sowas nicht. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Ne? Wenn es euch gefallen, meine Freunde, Daumen hoch. Ne? Es kommt natürlich noch ein paar andere Videos. Und wieder mal ein neues Spielzeug in meiner Sammlung, was ich dann nach meinen, wenn es durchhält, nach meinen ganzen Projekten dann einfach wieder verkaufe. Ne? Es ist für mich billiger jetzt, das zu kaufen, als das immer zu mieten. Logisch. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, Micha. Bye, bye.